Hey Leute, ich bin's David vom Schießstand und das Material, was ihr gerade gesehen habt, ist was ganz Besonderes für uns. Denn wir hatten das erste Mal das Vergnügen, vorab mit neuen DJI-Produkten zu spielen. Heute werfen wir einen Blick auf den RS3 Pro und den RS3, die Nachfolger zum RS2 Gimbal und zum RSC2. Aber nicht nur das, wir konnten auch mit dem brandneuen und richtig begeisternden DJI Transmission Combo spielen und durften die neue serienreife Version von DJIs LiDAR-System für Autofokus mit manuellen Objektiven ausprobieren. Das beides hebe ich mir aber für eigene Videos auf, die ihr mit einem Klick auf den Abo-Knopf und die Glocke auch nicht verpasst. Heute geht es erstmal nur um die Gimbals, aber da gibt es auch schon genug zu erzählen. Was ist neu, was ist anders, was ist besser oder gibt es vielleicht auch Punkte, die schlechter sind? Das zusammen mit unserer Meinung und unseren Empfehlungen, das bekommt ihr hier in diesem Video. Und wenn ihr am Ende merkt, dass euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like unter dem Video. Jetzt aber erstmal fix das Intro und Film ab. Ich bin DJI RS2 Nutzer und vorher war ich Ronin S Nutzer. Gimbals haben uns schon seit den Anfängen des Kanals hier begleitet. Letztes Jahr haben wir dann den da schon nicht mehr ganz so neuen RS2 und RSC2 ausführlich vorgestellt und das hat anscheinend auch DJI gut gefallen und deshalb durften wir nun vorab mit den neuen spielen. Und das hat uns jede Menge Spaß gemacht. Gott, ich liebe es, vorab mit neuen Foto- und Videospielzeug spielen zu können. Yeah! Aber was ist ein Gimbal und wofür ist der eigentlich wichtig? Naja. Ein Gimbal stabilisiert einfach erstmal eure Kamera. Die Motoren gleichen Bewegungen und wackeln aus und können so eurem Videomaterial einen smoothen und ruhigen Look verleihen. Das krasse Gegenteil von verwackelten Handheldaufnahmen. Wir haben Gimbals in der Vergangenheit zum Beispiel auch schon für die ein oder andere Talking Head Videos verwendet. Die Kamera steht dann mehr oder weniger still, aber kann sich trotzdem, wenn gewünscht, noch bewegen. Und mit ein wenig Übung kann auch ein weniger erfahrener Kameramann ordentliche Gimbalarbeit leisten. Man kann mit einem Gimbal richtig geile Detailaufnahmen für Videos erstellen. Seien es Flatlays für Hochzeitsvideos oder Produktshots. Was mit Gimbals auch toll funktioniert, sind Parallaxaufnahmen, wo der Hintergrund sich schneller bewegt als der Vordergrund, weil man den Gimbal um das Motiv herum bewegt. Aber auch Action wie Sport, da sind Gimbals sehr gut geeignet und kaum wegzudenken. In Kombination mit einer weitwinkligen Brennweite kann das für richtig tolles Material in einer Art GoPro-Look, aber ohne GoPro-Einschränkungen sorgen. Ich liebe zum Beispiel Sport vom Gimbal aus in Slow-Motion gefilmt. Und apropos Slow-Motion. Man kann vom Gimbal aus auch vorzüglich Motion-Porträts drehen. Wie das zum Beispiel hier von Mimi Ende 2020 mit der R5 und dem RF8512 auf einem Gimbal. Oder diese Aufnahmen hier von Anja, die aber als Ukrainerin leider gerade andere Dinge im Kopf hat als schöne Aufnahmen von ihr. Für Musikvideos sind Gimbals sehr beliebt. Hochzeitsvideos gehen quasi nicht ohne Gimbal, weil niemand den Handheld-Wackel-Look für etwas Romantisches wie ein Hochzeitsvideo haben will. Die sanfte Gimbalbewegung ist also auch ein Stilmittel im Kontrast zum nervös und unruhig wirkenden Handheld-Look. Es gibt viele Filmemacher, die zum Beispiel für Architekturaufnahmen Gimbals nutzen, gerade um Räumlichkeiten in Szene zu setzen oder ganze Häuser für Verkaufsportale zu zeigen. In den USA ist der Real Estate-Videomarkt äußerst lukrativ und niemand würde dafür auf einen Gimbal verzichten wollen. Was mit Gimbals auch toll funktioniert, ist, wenn man den Vordergrund nutzt, um Tiefe zu erzeugen. So, dass zwischen Kamera und Motiv noch irgendwas in der Unschärfe ist, was dem Bild ein Gefühl von Tiefe vermittelt. Aber aufpassen, Autofokus ist dann gar keine gute Idee. Und wer schon mal versucht hat, aus einem fahrenden Auto heraus zu filmen, der kann sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen, das Ganze ohne Gimbal zu machen. Aber Gimbals sind heute viel mehr als reine Stabilisierung der Kamera. Viele sind in der Lage, über eine Kabelverbindung die Aufnahme zu starten und zu stoppen, Belichtungseinstellungen der Kamera zu ändern oder sogar den manuellen Fokus zu steuern. Entweder über die Kamera selbst mit modernen Autofokusobjektiven oder über solche Fokusmotoren hier, die man zum Beispiel auch oder gerade an vollkommen manuellen Linsen verwenden kann, wie Cinema-Objektiven. Ach ja, und auch Zoom steuern können viele Gimbals, entweder bei Power-Zoom-Objektiven wie diesem hier oder eben über den Fokusmotor, wenn man den als Zoom-Motor umfunktioniert, wie ich es jetzt hier zum Beispiel auch gerade gemacht hat. Gimbals sind aber auch super vielseitig. Man kann den Gimbal zum Beispiel für Timelapse oder Panoramafotos einsetzen und so Bewegung programmieren. Oder auch einfache kleine Videosequenzen durch ein bisschen Bewegung etwas aufpeppen. Ihr seht schon, langweilig wird uns da nicht. Und für viele Situationen sind Gimbals auch nicht mehr wegzudenken. Aber diese Einhand-Gimbals hier für größere oder normale Kameras sind auch schon seit einer Weile ziemlich gut. Also wo schafft man da jetzt noch Innovation? Naja, und genau da kommen die neuen ins Spiel, also der RS3 und der RS3 Pro. Ja, zugegeben etwas verwirrend, denn der kleine RS3 ist nicht der Nachfolger zum RS2, sondern zum RSC2. Aber naja,
Man denkt, dass es da nicht mehr viel Raum für Verbesserungen gibt und dass es eher Kleinigkeiten sind, die dann den Unterschied machen, oder man behebt eben gezielt Probleme, die die Vorgänger hatten. Schaut man sich den RS3 Pro neben den RS2 an, sieht man jede Menge Ähnlichkeiten, auf den ersten Blick abgesehen vom Schriftzug nicht so richtig zu unterscheiden. Beim kleineren RS3 sieht es anders aus, dessen Konzept ist komplett anders und den schauen wir uns jetzt auch mal zuerst an. Der RS C2 war für mich letztes Jahr keine Empfehlung wert. Zu umständlich war dieser Umbau auf den Koffer- bzw. Handtaschenmodus und zu irritiert war ich vom fest verbauten Akku, der sich nicht mal abnehmen ließ. Und anscheinend hatte auch nicht nur ich diese Kritikpunkte, denn der RS3 ist komplett anders. Der RS3 ist auf den ersten Blick näher dran an einem RS3 Pro oder RS2, nur eben ohne Carbon, als an einem RS C2. Wir haben den gleichen grundlegenden Aufbau. Jetzt auch hier endlich mit... mit Wechselakku. Das heißt, für eine Flugreise muss nur noch der Griff mit dem Akku drinne ins Handgepäck und nicht der gesamte Gimbal. Und das ist natürlich deutlich besser, das spart auch Handgepäckgewicht. Das heißt aber auch, dass der Aktentaschenmodus hier wieder über einen extra Arm realisiert wird, statt über dieses umständlichen Klappmechanismus. Das finde ich aber auch viel besser und DJI hat den Arm überarbeitet, so dass man das Stativ nicht mehr umschrauben muss, um das Ganze als Kofferding zu halten. Finde ich sehr gut. Die Größe bleibt gleich. Das heißt, an Kamera passt hier genau das rein, was vorher auch reingepasst hat. Eine Spiegellose mit einem 24-70-28 ist ganz generell kein Problem. Und das Gewicht, was er maximal tragen kann, bleibt mit 3 Kilo auch gleich. Trotz Wechselakku gibt es keinen Unterschied im Gewicht des Gimbals selbst. Er wiegt immer noch mit allem drum und dran ca. 1450 Gramm. Beim Zerlegen und Verstauen hat der Gimbal durch den abnehmbaren Griff jetzt sogar noch mehr Vorteile auf seiner Seite, da er einfach flexibler irgendwo reinzuquetschen ist. Statt nur einer Textanzeige beim RS C2 gibt es hier jetzt ein 1,8 Zoll großes Touchscreen-Display zum Verändern der Settings und Einstellungen. Das macht das deutlich einfacher. Der Bildschirm ist sogar deutlich größer als beim RS C2, aber leider ist der Bildschirm beim RS C3 nicht in der Lage, das Live-Bild der Kamera anzuzeigen, wenn man das für Active Track mit dem Raven-Eye-Modul nutzen will. Das ist wirklich schade, aber beim RS C2 war das, soweit ich mich erinnern kann, auch erst nach einem Firmware-Update möglich. Ich habe leider noch nichts gehört, ob das beim RS C3 noch kommen soll. Der RS C3 ist natürlich eine ganze Ecke kleiner als der alte RS C2 und auch eine ganze Ecke kleiner als eben der neue RS C3 Pro. Dadurch kann man eben aber auch abseits der im Combo-Set mitgelieferten Tasche sehr gut transportieren und verstauen. Das hier ist der Gimbal für den Hobby-Videografen oder für den Profi-Fotografen, der auch mal mit seiner Kamera ein Hochzeitsvideo dreht oder Architektur und Gebäude in Szene setzt oder. Der ist nicht zu groß, nicht zu schwer, mit 1450 Gramm sogar minimal leichter als der Vorgänger, hat eine ordentliche Akkulaufzeit von über 12 Stunden und ist eben vor allem ein zuverlässiger Gimbal, der richtig ordentlich stabilisiert, dank neuer Algorithmen. Und dabei ist er auch nicht zu teuer. 550 Euro einzeln und 720 Euro mit Tasche und Fokusmotor im Combo-Set sind noch erträglich, wobei der Aufpreis für das Combo-Set relativ hoch erscheint. Für die meisten ist nämlich so ein RS3 Pro oder auch schon der RS2 absolut Overkill. Ich hatte mir den RS2 zum Beispiel nur gekauft, weil mir das Konzept mit dem wechselbaren Akku eher zugesagt hat. Aber wollt ihr mal wissen, wie oft ich den RS2 in den letzten anderthalb Jahren mit in ein Flugzeug genommen habe? Genau, 0 Mal. Danke Corona. Aber immer abwägen, was man braucht und was man macht. Und wirklich niemand braucht alle 2 Jahre einen neuen Gimbal. Kleinere Unterschiede findet man hier aber auch abgesehen vom Display, Wechselakku und dem neuen Design im Detail. Der RS3 hat zum Beispiel diese Einstellschraube fürs Balancieren der Kamera für vor und zurück. Die hat beim RS C2 noch gefehlt, während sie der RS2 hatte. Und die macht das Balancing der Kamera selbst vor und zurück viel einfacher. So ein Detail, was man von außen auch gar nicht sieht, sind zum Beispiel die neuen Algorithmen zur Stabilisierung, die gerade auf andere Umstände besser reagieren können sollen. Zum Beispiel, wenn der Gimbal an einem Fahrzeug montiert wird und dann mehr Grundvibrationen ausgesetzt ist. Am kleinen und am großen Gimbal gibt es jetzt einen Modusschalter, um schnell zwischen Pan-Follow, Pan-Tilt-Follow und dem FPV-Modus umschalten zu können. Wobei der FPV-Modusplatz frei belegt werden kann mit jedem anderen Modus, den ihr gerade braucht. Und das kann man dann einfach über den Touchscreen umschalten und steuern, wie vorher eben auch. Und was einem gleich beim Anschalten auffallen dürfte, guckt mal hin. Der Gimbal entriegelt seine Achsen von allein. Und das ist schon so ein bisschen mindblowing und kein Gimmick, sondern ein echter Mehrwert. Denn sind wir mal ehrlich,
Hände hoch, wer noch nie vergessen hat, eine oder mehrere Achsen beim Gimbal zu entsperren. Ich sehe da keine Hände. Genau. Und von alleine verriegeln kann er die Achsen natürlich auch. Entweder lasst ihr den Gimbal an, drückt kurz auf den Anschalter. Die Achsen werden dann an Ort und Stelle verriegelt und die Motoren ausgeschaltet. Und dann kann man es wieder entsperren, wenn man es wieder braucht. Oder ihr schaltet den Gimbal eben durch einen langen Drück aus. Dann fährt er die Arme in die Transportposition und verriegelt die Arme wieder. Geil. Warum das so hilfreich ist und ich das so gut finde, mir ging es zum Beispiel schon öfters so, dass ich während der Aufnahme am Zoom gedreht habe, sozusagen die Balance minimal verändert habe dadurch und danach war die Kamera eben aus der Balance und beim Ausschalten des Gimbals klappte sie dann einfach nach unten, nach vorne und im dümmsten Fall die Linse irgendwo dagegen. Diese Parkposition bzw. Ausposition der Arme ist dabei super praktisch, um den Gimbal dann einfach fix schnappen, irgendwo zu verstauen, abzulegen, hinzulegen oder auch einfach nur zu halten. Will man nicht, dass der Gimbal in diese Parkposition geht beim Ausschalten, geht das natürlich auch. Man kann das entweder ganz abschalten, das Autolock, oder man verriegelt die Achsen einfach schon vor dem Ausschalten, schaltet den Gimbal dann aus und dann ist er quasi in seiner Standardposition verriegelt. Also sehr gute Möglichkeit, ich finde das super, super, super praktisch. Ich dachte anfangs, das Ganze ist ein ziemliches Gimmick und eine Spielerei, aber jetzt möchte ich es eigentlich nicht mehr wegdenken, gerade mit schwereren Setups. Was mir jetzt noch fehlt als echte Innovation, wäre ein Auto-Balancing-Gimbal. Ich wette, die Ideen und Patente dafür liegen schon länger irgendwo in der Schublade, denn das ist nach wie vor einer der nervigsten Punkte an der Gimbal-Nutzung und das ist hier leider nicht einfacher geworden. Wobei schon, denn man kommt hier zum Beispiel leichter an den Lockpin für den Rollmotor dran. Und hier hat man eben diese Schraube, um die Kamera vor und zurück zu bewegen, um sie leichter auszubalancieren. Das Prinzip bleibt aber gleich. Achse für Achse ausgleichen und schauen, bis alles in der Balance ist. Was man bei der ganzen Maximalgewichtsfrage aber auch bedenken muss, mehr maximale Traglast heißt im Umkehrschluss auch, dass der Gimbal leichter zu balancieren ist, beziehungsweise nicht leichter zu balancieren, aber weniger leicht aus der Balance zu bringen ist. Weil die Motoren auch mit nicht perfekt balancierten Setups dann besser zusammenarbeiten, weil sie schlicht und ergreifend mehr Kraft haben. Übrigens kleine Pro-Tipps, wenn ihr mit einem Zoom filmt, balanciert das Zoom auf die Mitte des Zoom-Bereichs und nicht auf 24 oder 70 mm. Und versucht mal die Nick-Achse so zu balancieren, das wird euer Leben verändern. Nach dem Balancieren natürlich auch immer noch ans Kalibrieren denken, damit die Motoren auch mit entsprechender Stromstärke und Leistung angefahren werden für das Gewicht des Setups, was ihr jetzt gerade auf dem Gimbal habt. Das ist enorm wichtig für die Stabilität des Bildes, damit diese Mikroruckler nicht entstehen. Am besten sogar jeweils neu kalibrieren, je nachdem auf welchem Zoom-Level ihr zum Beispiel euer Zoom-Objektiv habt. Ach ja, und wo wir jetzt schon bei mehr Kraft und mehr Traglast sind, schauen wir uns doch mal den größeren, den RS3 Pro genauer an. Das ist schon ein richtiges Schmuckstück mit den Carbon-Teilen, sieht so ein bisschen aus wie ein Rennwagen, wahrscheinlich auch durch den roten Racing Stripe. Aber der Gimbal ist mit 1760 Gramm Allround deutlich schwerer als der RS3. Er ist auch deutlich größer als der RS3, er kann aber auch 50% mehr Last tragen als der RS3. Im Vergleich zum direkten Vorgänger, dem RS2, sind die Arme hier länger geworden, gerade der Arm hier. Und das Gewicht des Gimbals ist aber gleich geblieben. Die Traglast von 4,5 Kilo auch. In der Aufnahme ist durch den längeren Arm aber mehr Platz und so können auch ausladendere, größere Kameras, wie zum Beispiel eine FX6, problemlos hier betrieben werden. Insgesamt kann man sagen, das hier ist der Gimbal für die, die professioneller damit arbeiten wollen. Für die, die vielleicht eine Pocket 6K, eine Red Komodo oder eine C-Cam mit Cine-Objektiven verwenden wollen und dafür noch etwas mehr Platz und mögliche Traglast brauchen. Das hier ist vermutlich der richtige Gimbal für Indie-Filmemacher, für One-Man-Crews, also nicht mehr ausgerichtet auf die Hybrid-Arbeitenden, sondern auf die, die hauptsächlich mit Filmen ihr Geld verdienen. Denen aber sowas wie ein Ronin 2 einfach zu groß oder zu teuer ist mit dem knapp zehnfachen Preis. Der RS3 Pro hier soll 870 Euro einzeln kosten und 1100 Euro im Kombo-Set. Mit Koffer, Fokusmotor und Raven Eye Bildübertragungsmodul. Das sind 100 Euro mehr beim Einzelpreis, okay, aber 200 Euro mehr beim Kombo-Set im Vergleich zum Vorgänger? Wieso? Okay, es ist jetzt ein neuer Fokusmotor mit dabei, aber sonst? Der RS3 Pro kann all das, was der RS3 auch kann, aber noch ein bisschen mehr. Er hat auch diese genialen automatisch verriegelnden Achsen, die ich so
Liebe. Aber die Parkposition ist hier etwas anders. Ich zeig's euch mal kurz. Er hält nämlich so an, statt genau parallel. Das liegt daran, dass der Rollarm länger werden kann als hier unten der Arm. Und so würden sie dann ja aneinander stoßen. Deswegen hält der Gimbal kurz vorher sozusagen an. Ist aber kein Problem, man kann den dann genauso transportieren und man hat genau die gleichen Vorteile wie beim kleineren RS3. Ach ja, was ich beim RS3 noch gar nicht erwähnt habe, aber beide können Kameras über Bluetooth steuern. Das klingt ziemlich geil, ziemlich gut, aber ist momentan leider noch etwas eingeschränkt. Bei einer kompatiblen Kamera wie einer A7S III oder einer A7 IV oder einer Alpha 1 oder auch einer Canon R5, R6, braucht ihr keine Kabelverbindung mehr zwischen Gimbal und Kamera, denn der Gimbal kann über Bluetooth die Aufnahme starten und stoppen. Vielleicht kommt da auch irgendwann noch mehr. Denn eigentlich kann zum Beispiel eine A7 IV über Bluetooth auch zoomen, Fokus verändern und mehr. Zumindest mit der Sony eigenen Fernsteuerung. Meine R5C dagegen kann leider gar nichts über Bluetooth, weil Bluetooth Remote von Canon nicht mit dem Cinema-Menü kompatibel ist. Manu. Naja, bleibe ich dann lieber beim Kabel, aber bei der R5 funktioniert es zum Beispiel auch. Ganz neu ist die Idee aber nicht, jedoch hier das erste Mal so ausgeführt. Der Fiotech Gimbal, den ich Ende 2020 gezeigt hatte, der konnte das schon, auch wenn der deutlich älter ist. Der konnte nämlich über Wi-Fi mit meiner damals A7 III oder A7 R4 zusammenarbeiten. Die Bluetooth-Lösung hier ist aber eleganter, braucht aber meiner Meinung nach noch ein wenig mehr Nachbesserung. Da muss einfach mehr gehen. Aber ihr könnt natürlich noch immer den Gimbal per Kabel verbinden. Dann könnt ihr Settings anpassen, ihr könnt den Autofokus bei By-Wire-Objektiven steuern, bei Sony und Canon. Und das Schöne für mich, obwohl sie gar nicht kompatibel sein soll, funktioniert das auch mit meiner R5C ziemlich, ziemlich gut. R5 und A7 IV sind ebenfalls problemlos, genauso wie die A1, die wir vor kurzem hier hatten. Der Akku des RS3 Pro bleibt der gleiche wie im Vorgänger RS2 und bleibt kompatibel. Das heißt, habt ihr schon mehrere Akkus für euren RS2, könnt ihr die einfach zum RS3 Pro mitnehmen. Wie beim RS3 soll der auch im RS3 Pro für 12 Stunden reichen. Und was auch sehr cool ist, wie vorhin schon gesagt, der mitgelieferte Koffergriff im Combo-Set ist einfach ein deutliches Upgrade zum alten. Denn beim alten musste man das Stativ erst umständlich von unten nach hinten schrauben, um den Koffergriff nutzen zu können. Das fällt jetzt weg. Aber bei diesem neuen Griff hat sich DJI sehr an Small Rigs Aftermarket-Lösung dafür orientiert. Ja, wo sich DJI aber leider nicht an Small Rig orientiert hat, sind die angeblichen AK Swiss kompatiblen Platten für die Kameraaufnahme. Denn die ist wie beim Vorgänger. Also da passen immer noch keine anderen AK Swiss Stativplatten rein. Und ich würde euch absolut von der Verwendung dieses Dings abraten. Und diese Nachbauplatte von Small Rig, die ich hier habe, löst genau dieses Problem und sorgt dafür, dass alle AK Swiss kompatiblen Platten, alle Cages, ohne Unwege darin genutzt werden können, aber man natürlich auch weiterhin DJIs eigene Platte verwenden kann. Eigentlich ist das ein Must-Have für die Gimbals von DJI und wirklich schade, dass an dieser Stelle nicht nachgebessert wurde und sowas einfach mitgeliefert wird. Was der RS3 Pro hat, aber der RS3 nicht, sind die Zubehörverbindungen an den seitlichen NATO-Rails. Da merkt man, dass das hier ein professionelleres System sein und werden soll. Die Pins dort sind ja nicht nur zum Spaß, sondern man kann darüber zum Beispiel ein weiteres Fokusrad anschließen, zum vorne vorhandenen, das kann man dann getrennt steuern. Oder man kann den Gimbal über diese Pins sozusagen fernsteuern. Mit DJI's Ronin Erweiterungsset kann man den eigentlichen Gimbal dann autark bzw. auf einem Kran, an einem Car Mount oder auf einem Slider verwenden, sozusagen off-grip und tethered. Noch dazu kann natürlich auch der RS3 Pro mit einem Fokus- bzw. Zoom-Motor ausgestattet werden, wie ich das jetzt hier habe, und mit dem Raven Eye-Modul. Damit könnt ihr, anders als beim RS3, auch das Live-Bild der Kamera auf dem jetzt größeren 1,8-Zoll-Bildschirm hier unten sehen oder aufs Smartphone übertragen, je nachdem, was euch lieber ist. Und dann könnt ihr Active Track nutzen. Das nennt sich jetzt hier Active Track Pro und ich habe keinerlei Unterschiede festgestellt. Es funktioniert immer noch ab und zu ganz gut, manchmal beeindruckend gut und manchmal auch einfach gar nicht und findet auch hier die Motive leider nicht wieder, wenn es sie einmal verloren hat. Die Geschwindigkeiten des Active Tracks sind je nach Brennweite enorm wichtig. Je höher die Brennweite, desto kleiner muss der eingestellte Active Track Speed sein. Ich blende euch hier mal ein paar Einstellungen ein, die wir für gut empfunden hatten, zum Beispiel mit dem RS2 damals, da haben wir das ausgiebiger getestet. Aber ganz ehrlich, bis aufs Monitoring auf dem Smartphone ist das ein absolutes Gimmick und ersetzt in keinem Fall eine gute und ordentliche Kameraführung mit Gimbal. Ich selbst bin jetzt als noch relativ unerfahrener Gimbal-Operator mit den richtigen Einstellungen beim Follow-Speed
manuell um Längen besser als alles, was Active Track versucht zu machen. Bei DJIs Drohnen kann ich das nicht von mir behaupten, aber beim Gimbal in der Hand definitiv, da ist die Technik noch nicht so weit vorangeschritten. Aber auch abgesehen vom Raven Eye und Fokusmotor ist der RS3 Pro deutlich mehr Pro. Und das liegt vor allem an zwei Dingen, die wir aber jeweils in eigenen Videos behandeln werden. Zum Beispiel DJIs LiDAR-Modul. Das war ja schon mit dem RS2 von einigen Kanälen sozusagen geteasert worden und ein massives Update hat das jetzt bekommen und es ist endlich wirklich marktreif, ist aber auch sehr kostspielig. Damit könnt ihr alles, was sonst nur manuell fokussierbar ist, über den Gimbal und seinen Fokusmotor automatisch fokussieren lassen. Aber das zeige ich euch in einem eigenen Video im Detail. Viel verrückter, aber auch viel bahnbrechender ist das DJI Transmission Combo. Das kennt man so schon ähnlich vom Ronin 4D, aber das könnt ihr jetzt eben auch mit eurer liebsten eigenen Kamera nutzen. Das Set besteht aus dem Hybrid Monitor, den habe ich hier. Die Griffe an der Seite muss man extra kaufen und einem Image Transmission Modul, was wie das Raven Eye auch unter den RS3 Pro geschoben werden kann. Und so hier könnt ihr dann den Gimbal aus bis zu 6 km Entfernung in seiner Bewegung fernsteuern. Verwendet das gleiche System wie DJIs Drohnen. Ihr könnt den Fokus ziehen, ihr könnt ISO, Shutter, Blende anpassen, sofern eure Kamera das kann. Und das alles als voll integriertes System. Der Transmitter findet da Platz, wo sonst das Raven Eye Modul hinkommt. Der muss nicht extra irgendwo montiert werden wie andere Image Transmitter. Und ihr könnt eben über den Monitor die Kamera steuern bzw. Fokus ziehen. Das heißt, ihr könnt bei einer Car Rig aus dem Auto heraus den Gimbal und die Kamera steuern. Oder auf einem Kran oder einem Jeep habt ihr volle Kontrolle über eure Kamera. Geil. Und ich wette, da geht in Zukunft auch noch ein bisschen mehr. Das hat noch mega viel Potenzial, was noch gar nicht richtig ausgeschöpft ist. Zum Beispiel mit dem LiDAR-Modul könnte man sich hier ein LiDAR-Waveform anzeigen lassen, wenn das irgendwann gehen würde. Und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, da gehen wir in einem eigenen Video drauf ein, denn das hier ist definitiv ein eigenes Video wert. Das ist eine mega geile Geschichte, aber auch eine sehr teure Geschichte. Muss man schon mal so dazu sagen. Ich denke, dass die meisten, die sich wirklich tatsächlich für die Gimbals interessieren, nicht unbedingt für das Transmission Combo interessieren. Deshalb lagern wir das in ein anderes Video aus. Aber das wird trotzdem super interessant und sehr cool anzuschauen. Das kann ich euch versprechen. Also vergesst Abo-Knopf und Glocke nicht. Aber es gibt auch ein paar Kritikpunkte an den Gimbals. Wie vorhin schon gesagt, kann der kleinere RS3 sein Display nicht für Active Track und Live-Bild nutzen. Mit dem Raven Eye. Das ist echt schade, denn er hat das gleiche Display wie der große. Warum geht das also nicht? Ob das noch kommt, ist fraglich. Was aber beide zum Beispiel nicht können, ist Programmierung von Timelapse, Motion Control oder Panoramas direkt am Gimbal. Das geht jetzt nur noch über DJIs App. Habe ich mich echt gefragt, wieso? Denn das ist jetzt viel einfacher mit dem größeren Display oder überhaupt einen Touchscreen zu haben am RS3. Und ich mag es einfach, wenn man nicht, auf gut Deutsch, für jeden Scheiß sein Smartphone braucht. Jedenfalls ist diese Einschränkung DJI wohl sehr bewusst und will das per Firmware nachliefern. Etwas merkwürdig, da das der RS2 ja konnte, aber naja. Ja, und was mich nach wie vor, wie gesagt, echt nervt, dass diese Arca-Swiss Kameraaufnahmeplatte hier oben eben nur DJIs Platte schluckt und keine anderen Arca-Swiss Platten. Wieso das so sein muss, wenn Small Rig zeigt, dass es auch anders und besser geht, weiß ich nicht. Aber kommen wir mal zu einem kleinen Blick auf die Praxis und dann auch zu einer kleinen Zusammenfassung und einem vorläufigen Fazit. Beide sind richtig gut verarbeitet, fühlen sich absolut hochwertig und robust an und ich habe äußerlich überhaupt nichts daran auszusetzen. Denn sie werden auch ihrem Preis gerecht, was man bei manchen Plastik-Gimbals nicht sagen kann. Ich mag auch das Design so mehr als mit diesem nach hinten stehenden Arm, wo der Akku drin ist. Das passt hier viel besser. Was mich auch absolut fasziniert hat, war, wie gut beide stabilisieren. Habt ihr den Gimbal ordentlich balanciert und kalibriert, dann lassen sie sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Naja, okay, einen ordentlichen Ninja Walk sollte man drauf haben und natürlich den Follow Speed an die Gegebenheiten anpassen. Aber das gilt ja für alle Gimbals und Ab- und Aufbewegungen werden eben nicht stabilisiert. Da muss man immer dran denken, deswegen eben der Ninja Walk. Aber schaut euch mal diese Aufnahmen hier an, aus drei Perspektiven. Erstmal die von Micha, wie er mit dem RS3 und der A74 hinter mir herrennt. Dann die von der GoPro an meinem RS3 Pro. Und ja, ich war barfuß, weil ich das falsche Schuhwerk für die Location anhatte. Ja, don't judge me. Und dann
Schaut euch mal an, was der RS3 Pro zusammen mit der R5C und dem 153528 daraus gezaubert hat. Das ist einfach absolut genial, flüssig und sieht richtig, richtig geil aus. Oder hier, schaut euch mal an, mit was für einem Tempo ich meine unfassbar unvorteilhaft bouncenden Männermöpse neben Daniel auf dem BMX herschiebe. Würdet ihr denken, dass aus dieser Szene mit Vollspeed rennen solche ultra smoothen Slow-Motion-Shots geworden sind? Hätte ich im Leben nicht dran gedacht. Klar ist auch Slow-Motion, aber trotzdem beeindruckend. Und auch der RS3 war nicht weniger beeindruckend. Zusammen mit der Alpha 1 im Realtime 8K-Aufnahmetest habt ihr das schon im Video zum neuen 2478 G Masters gesehen in einem kleinen Zusammenschnitt. Oder auch auf Instagram in einem unserer letzten Reels. Schaut da übrigens gerne mal vorbei, da könnt ihr so ein bisschen hinter die Kulissen blicken, wenn ihr uns folgt und mit Stories und Reels und Beiträgen auf den Laufenden bleiben. Der RS3 hier stabilisiert die kleineren Lasten genauso gut wie der RS3 Pro die größeren. Und da es nicht wie bei den Vorgängern große Unterschiede im Konzept gibt, kann ich beide Gimbals absolut uneingeschränkt empfehlen und ich finde den RS3 sogar irgendwie geiler. Kann euch nicht genau sagen wieso, aber es ist vermutlich der Gimbal, den ich auch gerne mal irgendwohin weniger sinnlos mitnehmen würde. Der RS3 Pro dagegen ist einfach ein Monster. Wieder das Beste, was man in dieser Größen- und Preisordnung derzeit bekommen kann, das muss man einfach so sagen. Auch Sportmodus, Lockmodus ist hier alles wieder mit an Bord. Sportmodus über die M-Taste, dann folgt der Gimbal euren Bewegungen schneller. Richtig, richtig wichtig, zum Beispiel für diese BMX-Sprünge, essentiell. Und Lockmodus, Halten des Triggers vorne, das ist zum Beispiel für Hyperlapse-Videos oder für parallele Shots enorm wichtig, da der Gimbal so immer seine Ausrichtung beibehält. Ganz egal, wie man sich selbst bewegt. Ich bin in der Zeit mit den beiden super warm geworden und man konnte sich sehr schnell eingrooven, vor allem wenn man andere DJI-Gimbals kennt. Und die Auto-Lock-Achsen, die empfinde ich nach wie vor als unfassbar unglaublich großen Mehrwert und würde ich nicht mehr hergeben wollen. Und da das Konzept ja jetzt in der dritten Generation richtig erwachsen geworden ist und Kinderkrankheiten quasi nicht mehr existent sind, ist das ein richtig empfehlenswertes Videotool, auf das man sich absolut verlassen kann. Wenn euch der RS3 und RS3 Pro jetzt genauso gut gefallen haben wie mir, dann findet ihr Links dazu unter dem Video in der Videobeschreibung. Und wenn ihr über diese Links einkauft, unterstützt ihr damit kostenlos unseren Kanal und sorgt so wiederum dafür, dass wir solche Videos machen können. Und wenn ihr noch Fragen zu den beiden Gimbals habt, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Wenn ihr keine Fragen habt, könnt ihr da natürlich auch gerne einfach was Nettes hinschreiben oder wie ihr das Video fandet oder wie ihr die Gimbals findet. Oder ihr schaut mal auf unserem Discord-Server vorbei, dort wollen wir so ein bisschen Austausch, eine kleine Community aufbauen. Link dazu auch unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen oder mindestens genauso viel Spaß gemacht wie mir beim Testen, Schreiben, Schneiden. Wenn ja, dann lasst ein Like unter dem Video. Das bedeutet verdammt viel für uns und den YouTube-Algorithmus. Aber abonniert natürlich auch gerne den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Oder drückt auf die Glocke, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Hier gibt es jetzt noch zwei weitere Videos, die ihr euch im Anschluss anschauen könnt. Vielleicht ist ja auch einer der Vorgänger der bessere Gimbal für euch. Die werden nämlich jetzt rabattiert weiterhin verkauft. Schaut mal ins Video zu denen rein. Ansonsten sage ich, ciao, bis zum nächsten Mal.